bildliche Symbolik am Tag danach. Rapid im siebten Himmel, der GRK am Boden zerstört. Vor den einstmals roten Teufeln fürchten sich in Tagen wie diesen nur die eigenen Fans. Die Rechnung, mangelndes Zweikampfverhalten plus Fehlpassorgien ergibt in Summe ein eindeutiges Ergebnis. Wenn die Spieler am Platz, ich sag's jetzt einmal ganz krass, Arsch spielen, muss leider mal der Trainer das Handtuch werfen. So mutiert ein Nachwuchstrainer zur Zwischenlösung Nummer 2, während sich die ehemalige Nummer 1 über den Erfolgsdruck so seine Gedanken macht. Auch der Präsident ist von Ergebnissen abhängig und genauso wie der Trainer. Und die Ergebnisse haben wir nicht gebracht. Und vor allen Dingen, eben, wenn man sehr hoch verliert, wie wir das zweimal getan haben, dann ist das natürlich sicherlich ein Grund, um darüber nachzudenken, sich zu trennen. Und wir reimen schüttelnd, sind die Fans einmal nicht mehr lieb, Herr Peter auch nicht lange im Amte blieb. Man hat gesehen, dass einige Fans gegen mich protestiert haben. Ich kann das sicher nicht zur Tagesordnung übergehen. Man muss daraus die Konsequenzen ziehen. Ich werde mich jetzt in aller Ruhe nach einem Nachfolger umsehen. Möchte aber betonen, dass ich den Verein nicht von heute auf morgen fluchtartig verlassen werde. Das will ich nicht machen. Ich werde sicher auch heuer noch eine Generalversammlung einberufen und eine Vertrauensfrage stellen. Und sollte sich vorher ein Nachfolger finden, der den Verein führen kann, werde ich sicher bereit sein, den Sessel zu räumen. Geradezu symptomatisch Tor Nummer 4 am gestrigen Abend. Ein, wie unsere virtuelle Radarmessung beweist, Schusserl von Radajcik findet dank fachkundiger GRK-Anleitung den Weg ins Tor. Bleibt also nur die Hoffnung, dass sie in den Köpfen wieder frei werden, dass sie versuchen, Fußball zu spielen und, was das Wichtigste ist, auch Zweikämpfe zu gewinnen. Innerhalb eines halben Jahres hat er den Sprung vom Boomer zu Every Rapid Starling geschafft. Die gestrige Wende zugunsten der Grünen wird dank einer gelungenen Rechts-Mitte-Koalition mit roter Unterstützung herbeigeführt. Ammerhaus und Wimmer teilen sich den Assist zu Wagners 1:0. Was mir zuversichtlich stimmt, ist das, dass wir endlich einmal gesagt haben, dass wir auswärts unsere Stärke ausspielen können und nicht nur daheim. Das haben wir gestern eindrucksvoll bewiesen. König Radogol II. Nimmt sich neuerlich fürsorglich der Seinen an. Auch gegen seinen Ex-Club ist Jelko Radovic für seinen neuen Arbeitgeber erfolgreich. Der Trainer gibt mir, wie gesagt, das Vertrauen, das macht sehr viel aus. Ich habe einen Spaß wieder und es sieht man, glaube ich, am Spielfeld. Ein Mann, der im Frühjahr bei 6 Kurzeinsätzen 6 Tore erzielt und dabei im Schnitt alle 37 Minuten erfolgreich ist, dürfte es wohl nicht schwer haben, die Zweifler zu überzeugen. Ich bin ja mit keinen Vorschusslorbeeren, sage ich jetzt mal, zum Verein gekommen, habe gewusst, dass ich mir das mit harter Arbeit und guten Leistungen erkämpfen habe müssen, auch bei den Fans oder im Umfeld genauso. Der 4:0-Erfolg und mehr noch die Art, wie er zustande gekommen ist, stärkt das Selbstbewusstsein in Hütteldorf. Ja, ich denke, dass wir einfach als Mannschaft gereift sind und dass wir uns jetzt viel mehr als Mannschaft präsentieren wie zum Teil noch im Herbst. Übrigens, GRK-Präsident Svetic morgen zu Gast im Sport am Sonntag live ab 18.30 Uhr in ORF1. Jetzt aber rasch zu den Zahlen, zu den wichtigsten Zahlen dieser Max-Bundesliga-Runde. Zunächst einmal der Überblick über alle Ergebnisse. Oben auf unser heutiges Live-Spiel Salzburg-Innsbruck 0:1, Austria-Sturm 0:1, Bregenz-Ried 0:4, LASK Lustenau 5:0 und gestern GRK-Rapid 0:4. Was heißt das in der Tabelle? Tabellenführer bleibt natürlich Rapid. Der Dreikampf an der Spitze geht weiter. Innsbruck hat wieder gleichgezogen. Sturm ist Dritter und Ried und die Austria haben Platz getauscht. Und dann machen wir natürlich auch noch einen Blick auf die Torschützenliste. Da sehen wir, dass sich einiges getan hat. Der Spitzenreiter Ivica Vastic hat ein Tor dazu bekommen. Christian Meyerleb ist gleich geblieben, aber Kilewitz hat eins dazu, René Wagner eins dazu und Brunmeier jetzt auch mit auf dieser Liste mit 13. Ja.